Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, dem Planet Zoo Let's Play im Franchise Mode. Wir spielen einfach den Franchise Mode und wählen am besten immer die Tiere aus, die ja angeboten werden, also ein bisschen wenig aussuchen. Wir machen random ein Zoo und hoffen, dass es bessere Tiere gibt und werden dann natürlich andere Tiere nehmen, bis wir alle durch haben oder bis wir einfach nicht mehr umbauen oder setzen wollen oder so. Ich habe alle DLCs gekauft, war recht teuer. Ich hatte ein paar 2021 gekauft, glaube ich 2023. Das waren ungefähr vier Stück und jetzt der Rest für ungefähr 45 Euro plus ungefähr 30 wegen Steam-Guthaben, also ungefähr 75 Euro. Ist recht teuer für so DLCs, kann ich ja nicht verbergen, oder? Und trotzdem, es wird sich sehr lohnen. Jo, das Spiel hat ein bisschen Probleme gemacht. Es hat nicht richtig aufgenommen und der Sound ist nicht gut gemischt gewesen. Wo es so angezeigt hat, also wird es gut gemischt sein. Und dann ist auch noch der Grafiktreiber mal abgestürzt mitten im Schnee, sag geschneit. Ich nehme jetzt diesen mal Europa, denke ich mal. Da wird es weniger schneien, hoffentlich. Also bei uns schneit es wenig. Und machen wir flach und nennen ihn. Ja, ich habe am Anfang irgendwie wollen Zoologische Garten Basel nehmen, weil ich von dort komme, also von der Nähe, ganz in der Nähe wohne. Aber das geht nicht wegen Schimpfwörter, Väter. Wo ist ein Zoologischen Garten ein Schimpfwort? Weiß es auch nicht. Deshalb nehme ich wieder Drago. Ja, genau. Gerade ein bisschen denken müssen. Und wie zum Beispiel mein Server. Und ja, gehen mal rein. Genau, das Spiel habe ich schon lange. Also das habe ich, glaube ich, so, ja genau, an Eröffnung gekauft, also wo das Spiel rauskam. Und jetzt, ja, spiele ich das Spiel erstmal bisschen länger. Ich habe ein bisschen Kampagne gespielt natürlich und ein bisschen Franchise-Modus ein paar Mal gelivestreamt und jo, jetzt bin ich natürlich noch nicht so ganz sicher, was ich alles machen muss oder so, aber das werden wir dann schaukeln. Wir werden lernen hier drinnen im Franchise-Modus. Also, ich muss ein bisschen die Länge, also ich mache jetzt einfach das mal so. Ich denke, wir können es wieder ausmachen. Aber es ist nicht so korrekt. Ah, und der Weg ist nicht so breit. Okay, verstehe. Also machen wir den mal breit. So. Und jetzt muss ich mal kurz da so zwei Seiten machen. Das wird wahrscheinlich reichen. Genau, weil ich beim ersten Mal so krumme Wege hatte und beim zweiten Mal habe ich so ja, runde Wege gehabt. Das war jetzt nicht unbedingt das Optimalste scheinbar gewesen. So, und dann habe ich auch vergessen, immer so die Mitarbeiterwege zu machen. Und das mache ich jetzt. Hier mache ich ein bisschen rund. Und hier ist es zu lang. Da die Steuerung schon recht kompliziert ist. Es ist nicht schlecht, die Steuerung, aber man kann sich nicht so gut eingewöhnen. Also machen wir das nicht. Ja, sehr schwer zu merken. Also, wir brauchen ein paar Mitarbeitergebäude. Das sind die hier. Ein Forschungszentrum direkt mal. Und das sind andere Spiele natürlich schon sehr viel besser. Also an der Steuerung liegt es natürlich nicht, dass ich irgendwie sage, ja, das Spiel sei schlecht oder so. Aber das Spiel ist wunderbar. Nur eben zum Eingewöhnen und zum Dranbleiben ist es doch ein bisschen manchmal doch schwer. Also es motiviert nicht so stark. Aber gut, wir machen jetzt mal alle Dinge, ja, Häuser, die wir so brauchen. Sieht irgendwie cool aus so. Ich mache es jetzt einfach unkompliziert, weil es mich nervt nach dem dritten Mal. Und genau, wir müssen
Da mal schauen, dass wir da alles haben. Für die hier. Also ich denke, ich lasse den Weg dort schmal. Sieht auch ziemlich gut aus. Und hier machen wir Spendenbüchsen hin. Und schauen wir mal, was wir für ein Tier überhaupt im Angebot haben. So, ich möchte gerne... Ja, die... ich sag mal, Läden halt hier machen. Ja gut, passt nicht so. Infozentrum möchte ich hier haben. Ein Infoshop sogar. Den machen wir später. Aha, das ist noch ein Laden dazu. Der hätte sich eigentlich gelohnt, aber ja. Ja, machen wir das auf die Seite so. So, die Gehege machen wir eher ein bisschen rundlich oder so, einfach dass es ein bisschen schöner aussieht. Und genau, machen wir so Recycling. Mülltonnen hin. So. Ich hoffe, das ist gut so, wenn die da, wenn die Besucher irgendwie ja nicht die Wege verlassen wollen. Dann haben wir ein Problem. Es ist ja nicht, es ist ja noch auf dem Weg. So, genau, dann brauchen wir noch Bänke. So, neben der Spendenbüchse. Zu nah an den Mülleimern. Okay. Wir haben hier auch noch ein paar solche, die mache ich am besten andersherum. Ja. Die kann ich nicht hier setzen. Wieso kann ich die nicht hinsetzen? Wieso ist das so rot? Kann ich die nur auf... Aha. Wieso denn das? Wieso können die Leute da nicht drüber? Ja, sieht nicht so gut aus. Also muss ein bisschen weniger breit machen. Ja, noch weniger breit. Das ist jetzt gerade ein bisschen komplizierter. Ja, dann machen wir es mal so. Immer noch nicht so lang. Das ist echt lang, hä? Dann machen wir es ein bisschen schräg. Und hier kann man... Ja, wow. Ah, ich bin schon am Anfang ein bisschen genervt über den Wegbau, aber ja. Also dann machen wir doch noch hier weg. Nein, nicht alles. Hallo, liebes Spiel. Nerv nicht herum mit dem. Das ist ja schlimm. So, jetzt top. Ja, aber nicht so. Geh du mal weg. Du gehst weg. Okay, das Spiel hat ein bisschen Probleme mit den Wegen. Ah, yeah. Oh ja, sowas schön. Sowas schön. Ach bitte, mehr Kontrolle. Liebe Spielentwickler, gebt mir mehr Kontrolle. Dankeschön. Das ist katastrophal. Also jetzt. Sagen wir hier nochmals. Platz. Ja, hier geht's wieder nicht. Oh Gott. Also gut. Also, vergessen wir das. Da müssen wir uns noch reinfinden. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie man das ein bisschen wegmachen kann. So, jetzt nehmen wir einfach mal Sozäune. Und tun rund. Ja, ich möchte aber rund. Hallo, ich möchte rund. Wenn ich doch rund eingebe. Ah, ab dann ist rund. Ich mach mal gerade, gerade und dann rund. Oh, schön. Gut, das geht ja in
gut. Es wird am Anfang aus einer Richtung noch kein Strom. Wer braucht hier Strom? Kann ich das nicht hier hinzufügen? Wieso nicht? Länge. Noch weniger Länge. Wieso kommt doch jetzt? Okay, sehr gut. So, und dann haben wir noch eine Tür. Gibt es wieder nicht eine Tür? Ja, genau. Die besser geht. So. Dann haben wir schon mal das Gehege. Und wo sieht man das, was Strom braucht? Mach mal den Generator dorthin. So. Aha, Klo braucht Strom. Nein, nicht wieder so schlecht. Ja. Ja, machen wir das so. Gut, ein bisschen überfordert am Anfang mit dem Wege bauen und so. Das Gehege sieht ein bisschen schief aus, aber jo, haben wir. Also, dann müssen wir ein Tier. Also ein Erdferkel wäre das erste. Ja, ich müsste das Erdferkel, denke ich mal, direkt mal nehmen. Ein Kaffernbüffel, Mendis-Antilope. Ein Stachelschwein, das ist doch perfekt. Ein Stachelschwein. Ich brauche Stachelschwein. Aber wir haben ja gesagt, wir machen eine Auswahl von den ersten. Später kommen nur noch Größe, also Tiere, die nicht so gut sind für den Anfang. Die sehr viel brauchen und so. Interessant geplant, okay. Aber einfach die ersten Auswahlen, weil jetzt zum Beispiel da dieses, wie heißt es, Meerschweinchenart da. Jo, ist jetzt nicht gerade das beste. Erdferkel, genau. So, ja, jetzt kommen wahrscheinlich auch die Bewohner. Also die. Ja. Ach, ich muss mal genau wissen, einfach Besucher. Ja, ich bin noch nicht so weit, liebes Spiel. Stress mich nicht. So, also. Einen von denen hier. Ich tue einfach, wenn es verlangt wird, dann mehr. Aber jetzt mal alles. Mal. Einmal. Und ja, ich bin ein bisschen sichtbar angestrengt. Das ist klar. Das ist jetzt nicht gerade ein Spiel, was man sofort lernen kann, sofort auch genießt, oder? Gibt ein paar Sachen, die natürlich nicht so ersichtlich sind. So, Ausbilder noch. Und dann haben wir hier irgendwo noch die Lernstation. Einrichtungen, Bildung. Große Gorilla, Bodenabdruck. Mach mal einen Bodenabdruck hier hin, wenn das passt. So, und hier ist es vielleicht ein bisschen zu weit drüben. Hab gar nicht gemerkt, dass ich es so weit nach links gemacht habe. Ich möchte vielleicht doch ein kleiner, kurzer Weg dorthin packen. Brauchen die irgendwie Wärme? Keine Ahnung. Also, jetzt sind sie drin. Jetzt können wir hier schauen, was sie denn brauchen. Einen stabilen Rückzugsort. Also, sie brauchen langes Gras. Geht da irgendwas? Nein, sie brauchen weniger. Ah, Fels. Sie brauchen mehr Erde. So. Genau. Bisschen mehr noch, weil sonst ist das Gras, das lange Gras zu weit. So, dann brauchen sie noch Fels. So, machen wir da mal vorne ein bisschen. Oh, sieht das geil aus. So, und hier hinten. Ja,
also ziemlich gut. Sand brauchen sie auch sehr viel. Sehe ich nicht so gut. So, dann mache ich doch ein bisschen Fels wieder weg. So, ist doch nicht genügend. Okay, dann als nächstes brauchen sie natürlich ja Bepflanzung, Afrika, Aleppo Kiefer. Oh, direkt so in die Mitte. Geil, eine Bananenstaude. Oh. Oh, schade. Das passt irgendwie nicht, wo es im Filter drin ist. So. Natürlich Nahrung und so, aber das dauert ein bisschen Hunger haben. Lebensqualität stimmt nicht. Das müssen wir erforschen irgendwie. Ich weiß nicht, wieso man alles erforschen muss, was man braucht. Aber gut. So, und dann haben wir irgendwo... Irgendwo haben wir direkt... Okay, dann machen wir das so. Gehege. Essen. Und dann, wie heißt es? Wie heißen die Tiere? Kitwana? Okay. Kit. Ich nicht. West. Nicht West. West. Okay, die nehmen alles. Dann nehmen wir doch eine große Wasserschüssel. Und eine Futterplattform bauen. Nee, die gehen nicht auf den Baum. So ein Esstablett groß. So. Gut. Dann eben zum Spielen und so. Ah, ein Rückzugort, genau. Dann nehmen wir einfach auch genau so die Blätter, die sind so cool. Extra groß. So. Ich soll ein bisschen übertreiben, aber. Gut, jetzt ist gerade das Geld nach oben gegangen. Jetzt verdienen wir etwas. Beim ersten Park hatte ich Minus. Also da war ich dann unter Null. So, also ich möchte gerne, dass du hier Forschungsstufe. Der Helmkasse war. Den können wir einfach erforschen oder so. Ah, vielleicht, weil ich den schon mal geholt habe. So. Also das Spiel läuft ziemlich gut. Ich habe zum Beispiel so Ambient Occlusion auf angestellt. Und ich glaube, die Grasdichte ist nur hoch, weil es hat, ja, mit viel Gras hat es dann, also mit vielen Details und dem Gras hat es dann einfach zu viel RAM gekostet. Sonst habe ich, glaube ich, alles Maximum. Gut, also Ambient Occlusion ist einfach in der Nacht mega hässlich. Also, das siehst du einfach gar nicht. So, dem Schneesturm, was ich hatte im letzten Aufnahmeversuch, war ziemlich heftigst. So, also Natur. Kann ich da Dschungel irgendwo auswählen? Afrikanisch, genau. Und eine Dattelpalme. So, dann haben wir da noch schöne Blumen. Oh, ich da mal Ambiente schaffen für die den Besucher. Kann man die nicht schräge? Genau. So, wunderbar. Immer schön Ambiente machen. Oh, echte Aloe? Ja, das sieht schön aus. So. Dann haben wir hier Felsen. Da möchte ich... Ja, das passt nicht so. Dann mal die anderen Felsen. Oh ja. So. Flachen Felsen. Und ein langer Felsen. Sehr schön. Ein Elefantenbaum. Oh, das sieht gut aus. Sehr schön. Ein Geweihfarn. Oh.
wir schön ein bisschen drehen. Gut, dann haben wir noch Kackkörbchen. Oh. Oh. Wow. Krass. Und 100-jährige Agave. Agaven kennt man, aber so 100-jährige? Ja, okay. Sah so aus, als würde es fliegen, aber so sehr. Wow. Sieht schon sehr schön aus. Können wir auch irgendwie Gras? Gibt es irgendwie so Gras? Stummel? Ja, Rorsch. Boah. Ja, wir brauchen kein Wasser hier im Ding, also. Toll. Ein Schlehdorn. Oh ja. So in die Wüste Schlehdorn. Müssen wir uns ein bisschen merken. Passt irgendwie sehr. So. Wunderschön. Und Pappeln und so. Das ist nicht so. Ah, aber. Was kann man die irgendwie. Kann die da drin? Aber soll das die Wurzeln so sehen? Ne? Wow. Majestätisch. Krass. Okay, da, also da ist das Spiel sehr gut, so beim Platzieren und beim Design. Das Spiel sehr geil. Aber so beim Wege machen, also die Wege, die sind mir sofort. Das Ding nicht so ganz. Oh, ich kann sagen, es passt. Oh Mann, wenn es nur nicht so groß wäre. Diesen seitwärts wieder. Mann, mit unten. Der Monster-Wurzelbaum. Ja, sieht doch sehr schön aus. Schade, dass der ein bisschen reinglitscht. So. Oh nein, zurück. So. Sehr schön. Und ja, Zypressen brauchen wir nicht. Wunderschön. Oh, das erste gute Gehege. Okay, es ist ein bisschen alles ein bisschen zu wenig aneinander. Aber genau, das Wohlbefinden ist jetzt schon mal ziemlich gut. Oh nein, das Geweifer. Oh, ein paar Sachen muss ich leider wegmachen. Passt nicht so. Was, der Baum passt nicht? Der passt doch zu dem. Oh. Okay, die sind jetzt nicht so schlimm. Aber der Baum hier will ich lassen. Ja gut, ist nicht so schlimm. Aber muss ich die Wurzeln auch wegmachen. Ich will wirklich den Tieren das gut geben. Ja, sicher. Nein, ich will nur die Wurzeln haben. So. Weg damit. Schauen wir mal kurz, ob es irgendwie etwas anderes gibt. Aber wieso werden die. Wieso sind die einfach unpassend? Und hier muss es doch egal sein, was es ist. Wo es herkommt. Es passt halt nicht mehr. Ach, Menno. Weinbaum. Wir haben hier in der Nähe haben wir einen. Ja, so Gärtnerladen. So frei, auf freier Fläche einfach alles anbietet. Ein Kohl. Und der hat auch
So Feigenbäume, die sehen wirklich schön aus. Die sind so rein. Eine Korkeiche. Mann, ich will jetzt nur so einen Stein haben, das passt. Was Wurzeln trägt. Ein Oliv. Oh ja. Wieso glitscht das rein? Puh. Ja gut. Können wir nichts machen, wenn ihr eine Idee habt da drauf. Ihr es ein bisschen kennt natürlich. Dann sagt ich. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen unter den Besuchen um. Oh, jetzt gerade ein bisschen weggeglitscht. Okay, da hat man auch vier Kinder. Ja, manchmal glitschen die Besucher noch ein bisschen rein. Nutzen die das dann auch? Kostet auch Strom. Manchmal habe ich Besucher. Ah, okay, es ist abgeschlossen. Sehr gut. Also weiter. Wir müssen uns vielleicht bald mit Krankheiten beschäftigen. Jetzt gerade möchte ich aber noch Stufe 2 haben. Da draufklicken. Forscht schon, oder? Dann haben wir hier noch eine andere Forschung. Das sind einfach so, ja, Objekte, oder? Je nach Biom. Getränkeladen, Imbissstände, Mitarbeiterinrichtungen. Souvenirläden, machen wir mal. Just a Memento. Ist das ein Eisladen? Oder Kaffee? Okay, jetzt können wir forschen. Super. Also, Geld verdienen wir. Jetzt schauen wir mal uns ein bisschen um. Ich denke, hier daneben mache ich noch ein Vivarium. Dazu muss ich wieder auf Gehege. Irgendwie nicht. Grau. Ist hier irgendwo Architektur? Also eine Einrichtung. Tiervivarien, ja, genau. Sehr schön. Und dann nehme ich mal das Kleine hier. Das ist schon ein bisschen. Oh, sieht aber schön aus. Ich tue die Bank umsetzen. Und hier rein. Machen wir. Oh, Abgottschlangen. Direkt Schlangen. Sind toll, sind alt, aber solange die noch Kinder gebären. Ist doch alles gut. So. Und die muss man auch noch ein bisschen verändern, irgendwie. Klettern aktiviert. Es ist einfach fertig. Also ich dachte, man kann da irgendwas machen. Wenig Geld. Ich habe auch 4,8 Millionen. 1000 oder so. Was nicht im Idealen. Ja, Wohlbefinden, Vivarium. Ja, was? Was ist Wohlbefinden? Wo? Erklärt mir das mal. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau hier machen muss. Layout. Beschäftigungsmöglichkeiten. Ja. Jetzt habe ich irgendwas gekauft, was so random eingestellt ist und ich weiß nicht, wie man es umstellt. Oh. Ich möchte einfach nur
Okay, eine Farbe muss ich nicht unbedingt ändern. Okay, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert. Zeit. Aber ich sehe jetzt wirklich nichts, was ich da im Wohlbefinden ändern könnte. Also die Feuchtigkeit, aber wie kann ich das ändern? Wie kann ich jetzt die Feuchtigkeit? Ich weiß nicht, wie viel ich machen muss. Ah, da oben ist der Ding. So, jetzt machen wir das in Mitte. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwer gewesen, weil ich da nicht sah, dass man da drehen kann. Also hin und her bewegen kann. Jo, okay, jetzt ist es hoffentlich optimal. Es lag einfach an der Feuchtigkeit, das hat das Spiel nicht direkt angezeigt. Und jo, die anderen Sachen machen wir dann im nächsten Part. Schauen wir mal, ob irgendwelche Leute da hingehen. Die kommen, ja, die geht schon. Okay, sehr schön. Jo, machen wir mal schön ein Bild. Ein schönes, ja, nicht mit dem. Jo. So. Machen wir doch von hier. Es geht hoffentlich gut, sonst machen wir ein neues Bild. So, eins, genau. So, schön, wunderbar, auch mit dem Licht und so. Gut, dann Dankeschön fürs Anschauen und ja, bis zum nächsten Part. Jo, ich hoffe, ich finde schnell rein natürlich, es ist schon recht kompliziert, aber es ist irgendwie gut, das Spiel. Also es wird noch viel mehr Spaß machen, wenn wir dann auch irgendwelche Flüsse, Seen und Berge machen und so. Es auch ein bisschen wissen, wie die Tiere so leben. Jo, es wird immer mehr Spaß machen. Ab der Anfang ist immer ziemlich schwer. Da muss ich mich zuerst ein bisschen reinfinden. Aber das muss man ja immer auch, vor allem bei solchen Spielen, die ein bisschen komplizierter sind. Gut, danke und jo, einen schönen Tag. Tschüss.